Hallo und willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Der liebe Sven hat mir, ja eigentlich jetzt zu meinem Geburtstag, ein Mystery-Paket zusammengestellt. Also es ist jetzt ein Mystery Birthday oder ein Birthday Mystery Unboxing, wie auch immer man es nennen möchte. Darauf freue ich mich und lieben Dank schon mal, lieber Sven. Ja, und während ihr das Intro seht, fange ich an aufzuschneiden. Ich hatte Geburtstag und der liebe Sven wollte mir eine schöne Freude machen und hat mir ein Mystery-Paket geschickt, deswegen mein Birthday Mystery-Paket. Ich habe es erhalten, leider einen Tag später, weil der Paketdienst irgendwie nicht so liefern wollte, wie schön gewesen wäre. Aber egal, ich kann sowieso, hatte erst durch Zeit, zwei Tage später Zeit, das auszupacken. Das mache ich jetzt mit euch live. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und deswegen ist es so richtig schön mysteriös. Ja, und dann schauen wir mal nach. Ich habe es bisher eben nur aufgeschnitten. Und ja, jetzt packe ich es mit euch aus. Und das Erste, was mich da empfängt, ist ein Umschlag, der auf einem Spiel festgeklebt ist. Aber da ist jetzt nichts drin, das ist nur rein für Verpackung gewesen. Und hier haben wir eine PC-Reihe. Gut, das Kleber, den mache ich nochmal ab. Richtig cool. No One Lives Forever. Guckt euch das an. Das ist eine großartige Spielereihe. Eine Ego-Shooter-Serie, kann man sagen. Die Agentin, jetzt muss ich mal gucken, wie die Kate Archer heißt, die Agentin. Es ist so ein Action-Adventure, kann man sagen, eben mit vielen Shooter-Elementen. Richtig cool. So, hier drin auch ein kleines Handbuch, finde ich immer wieder witzig. Und das, was auch toll ist, hier ist auf Disc 2, so wenn es aussieht, sogar mit der Soundtrack drauf. Hier, das ist hier, seht ihr, der Soundtrack. Richtig cool. Richtig cool. Das Handbuch sieht aus wie, ist zwar für PC, aber es sieht aus, als ob es für die PlayStation ist. Richtig cool. Das ist schon mal ein richtig geiles Game. Und, gut, das ist weiteres Verpackungsmaterial. Aber das nächste, was hier ist, No One Lives Forever 2. Und Kate Archer ist zurück. Übrigens aus dem Hause Sierra und von Monolith gemacht. Auch eine sehr bekannte Schmiede. Auch richtig gut. Auch hier alles drin. Handbuch, zwei Discs. Toll, toll. Ein richtig, richtig cooles Game. Freut mich sehr, lieber Sven. Vielen, vielen Dank. Ist richtig cool. Und hier ist noch viel, viel mehr. Jetzt machen wir was anderes. Toys. Hier haben wir ein von McDonald's. Ist das? Habe ich gerade gesehen. Eins. Jedi Starfighter, das ist ja aus den, ja, will ich gerade, das müsste in Episode 2 zum ersten Mal vorgekommen sein, Angriff der Klonkrieger, den Obi-Wan geflogen hat. Richtig cool, richtig cool. Toller kleiner Jet. So, was habe ich hier noch? Ein weiterer cooler Film oder eine Serie, brauchen wir nicht viel zu sagen, Back to the Future oder Zurück in die Zukunft. Richtig cool, das ist Kult. Hier auf DVD, mega. Ja, alle drei Filme, top. Das ist Kindheit und das ist Geschichte pur. Also Zurück in die Zukunft, ich muss sagen, als ich damals den ersten Teil gesehen habe, ich war völlig geflasht. Den habe ich auf, auf VHS zum ersten Mal gesehen. Fernsehen in den 80ern war der, glaube ich, noch nicht so früh gezeigt worden, aber ich habe ihn auf VHS mir ausgeliehen und geguckt, war zusammen mit meinem Bruder, muss ich dazu sagen, auch, wir haben viel gemeinsam geguckt in den 80ern, als wir den Videorekorder eben halt hatten, beziehungsweise wir haben den Videorekorder noch ausgeliehen aus der Videothek mit Filmen, darunter auch den, richtig cool. Teil 2 und 3 habe ich damals sogar im Kino gesehen. Nicht oft, einmal nur, aber hätte man mehrfach gucken müssen. Aber habe ich beide im Kino gesehen und war Hammer. Unvergessen, kultig und zeitlos. Ne? Die sind alle drei Filme zeitlos. Echt, echt geil. Wow.
Und hier geht es jetzt gleich cool weiter. Zwei Sachen. Absolut geil, ein Modul. Bomb Squad. Das ist so ein Modul. Jetzt muss ich aber raten, weil ich weiß es nicht ganz genau, was das, welches Modul ist. Ob das joetzt Atari, ColecoVision, C64. Es gab ja für alle diese Module. Das muss ich nochmal nachforschen. Aber richtig cool. Sowas sieht man selten, diese Module. Ja, richtig cool, richtig geil. Das ist richtig, richtig cool. Das ist, also es ist ein Spiel auf Modul. Und ich mache jetzt mal so, ich google jetzt, naja, ich google jetzt nicht in diesen Sekunden, aber wenn ich das Video schneide, google ich kurz und werde jetzt euch hier mal kurz 10 Sekunden vom Game einblenden. Ich muss, damit ich euch sagen kann, was es ist, denn in diesen Sekunden weiß ich nicht, wie sich das spielt, aber es ist jetzt ein Spiel seiner Zeit, das ist 80er Jahre, das dürft ihr nicht vergessen, vielleicht sogar etwas früher. Richtig cool, beziehungsweise was steht da, ein Datum ist doch drauf gewesen. Ja, 80 Jahre, 82, richtig cool. Dell Electronics presents Bomb Squad. They'll never do it in time. The code, figure out the code. It won't be easy. Cut this out. Fourth, this second, this first, this third. Left, more, right, more, up, more. So, und dann habe ich hier Baywatch-Karten, Trading-Cards oder Sammelkarten. Trading nennt sich das trotzdem, aber weil Tauschkarten ist das ja. Und das sind diese aus Booster-Packs, ähnlich wie bei unseren Sticker-Sachen, Sticker-Aufkleber. Da waren in Amerika die Trading-Cards wesentlich erfolgreicher. Wir hatten ja die Sticker-Alben wie Panini und so weiter und dann später Merlin und so. Und in Amerika sind halt die Trading Cards wesentlich beliebter und da hat man eben halt dann diese Sammelkarten gebracht. Da sind Informationen drauf, wurden dann in einem Album gesammelt. Aber ich sehe, das sind nicht nur Baywatch, glaube ich. Doch, hier ist Baywatch mit Sport. Ich guck gerade, hier ist nochmal ein schönes Motiv. Auch wenn ich nicht weiß, worum welche Folge es geht, aber Lebensrettung geht es da. So, komm, Mr. David Hasselhoff darf nicht fehlen. Der darf nicht fehlen. Richtig cool, die Sachen. Ich gucke gerade weiter. Ja. Darf natürlich auch nicht fehlen. Richtig, richtig klasse. Ich habe die früher auch im Fernsehen geguckt. Die Checklist, hier ist so eine Checklist. Welche Karten dabei sind, diesmal sogar mit Motiv, oftmals hat man dann nur Texte. Oh ja, das Bild muss man auch zeigen, denn darum geht es ja auch. Hier haben wir Pamela Anderson. Richtig cool. So, wen haben wir hier? Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Hier haben wir jetzt Jeremy Jackson, das Schauspieler. Richtig cool, wen haben wir hier noch? Da haben wir jetzt, ja, glaube ich, auch beim Anderson, Hasselhoff und seinen damaligen Charaktersohn. Auch hier ein Pamela Anderson-Bild. Da sah sie noch ein bisschen anders aus. Später hat sie sich ja viel operiert. Und okay, jetzt sind Baseball-Karten, dieses typische, ich verstehe vom Baseball gar nichts. Dann ist das über den Spieler hinten so Werte. Da kann ich absolut nichts zu sagen. Ich bin absolut keiner. Ich habe Baseball, klar, wenn es im Fernsehen war oder so, also in Filmen, wird es ja miterlebt, aber ich kann euch dazu gar nichts sagen. Das ist natürlich auch
Ja, ein ganzer Haufen Baseballkarten. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber die Baywatch sind natürlich der Hammer. Die Baywatch sind echt der Hammer. Baseball, ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß so ungefähr im Groben, wie es funktioniert durch die Filme, aber das war's auch. Wow. So, und jetzt kommt hier noch ein paar Kleinigkeiten. Oder was heißt Kleinigkeiten? Das sagt sich so einfach. Hier habe ich Hades Nebula, ein Atari ST-Game. Deutsche Bedienungsanleitung. Guckt euch das Cover an. Ist das nicht Hammer? Ist das nicht Hammer? Ich habe keine Ahnung, was für ein Spiel es ist. Sieht nach einem Top-Down-Shooter aus, also so ein Shooter. Richtig cool. Schauen wir uns noch mal von drinnen an, diese Box. Ach so, aber ist leer. Nee, ist eine Leerbox. Aber halt, findet mal so eine Box. Die Boxen sind trotzdem einfach nur klasse. Es ist eine sehr, sehr schöne Box. Absolut toll. Absolut toll. Ja, mega. So, und weiter geht es. Eine der Karton ist jetzt leer. Und hier haben wir jetzt. Jetzt muss ich das sehen, dass ich das richtig ausspreche. Wargasm? Das kann man. Ich finde die Schreibweise ist ein bisschen schwer zu lesen. Aber ich zeige euch das. Wargasm? Das kenne ich mal wirklich. Das ist wirklich mal ein Spiel, was ich nicht so kenne. Das ist wohl ein Panzer- oder ein Zweiter Weltkriegskampfspiel. 3D-Beschleunigung machen. Das Jahr 2025, die weltweite Abrüstung aller Nationen ist beendet. Der blutige Terror des Krieges wurde in ein virtuelles Online-System verlagert. Das World Wide War Web. Ein simulierter Krieg ohne menschliche Opfer. Und da müssen wir wahrscheinlich dann drin kämpfen in dem Vierfach W, in dem Vierfach 50 Missionen und eben halt zu Luft zu landen, das Wasser hier. Richtig cool. Also jedenfalls die Box. Mal sehen, das ist schwer. Mal sehen, was ist da alles drin. Och, da geht ja noch weiter. Das ist ja nicht mal... Schauen wir uns ja gleich mal alles komplett an. Wahnsinn. Also, erstmal hier zu Wargasm, denke ich mal. So. Da haben wir jetzt hier eine Werbung mit so einer Art Tastenbelegung, kann man das sagen? Aus dem PC-Dash, so eine Übersichtskarte. Dann Infogrames Umschlag, falls man irgendwie Garantien schicken muss. NetPlayer-Infos, das ist auch so eine Werbung, die wobei lag. Und hier ist auch so eine Infogrames Umfragekarte. So, und dann haben wir hier das Spiel. Handbuch ist jetzt nicht zu sehen, kann aber sein, dass es auf der Disc ist. Richtig cool, echt. Wow. Das ist Hammer, das Spiel. So, was habe ich hier? Achso, PC-Kabel. Asus Ansteckkabel. Ist das geil. Das sind so richtig schöne PC-Kabel für Steckkartensysteme, also verschiedenste Systeme, auch beim Festplatten, glaube ich. Ja, Asus, das war ja Grafikkarte. Ich glaube, Grafikkarte, Verbindungskabel, richtig lustig. Also hier, wie gesagt, Wargasm. Ein Spiel, was ich nicht habe. Das habe ich nicht. Richtig cool. Das ist auch eine schöne Big Box. Und dann noch zwei Promo-Discs. Und zwar für die PlayStation 4 Promos. Darauf stehe ich ja gerade richtig. Hier sogar mit Holo, MotoGP Hologramm vorne. Hier könnt ihr sehen, das ist, steht nicht so weit, da ist der Titel drauf. Ist eine Promo, aber hier so ein richtiges Hologramm dazu. Richtig klasse. Disc auch im Top-Zustand. Ja, das muss man eigentlich so lassen. Es ist immer so, wenn man die aufklappt, hat man immer die Rückseite. Aber hier in dem Fall ist es ja richtig cool, dass man hier unten das Hologramm hat. Mega. Und hier MXGP 2019. Auch ein Rennspiel. Aber da drehe ich die Disc um. Hier ist kein Hologramm. Ja, egal, geht sonst kaputt, da ist irgendwie gerade die Hülle verklemmt. Das kann passieren. Das ist irgendwie, dass dieses halt durchgedrückt, das muss ich vorsichtig machen, sonst geht die kaputt, will ich auch nicht. Aber hier Motor, richtig cool und ich stehe auf Promos derzeit richtig, ich sammle gerade eine ganze Menge Promos, deswegen macht mich das richtig happy. Wow.
Was für ein geiles Geburtstags- oder Birthday Mystery Present. Richtig viel Games, coole Filme. Ja, Wahnsinn. Lieber Sven, danke. Danke für das Geschenk. Es hat mich echt happy gemacht. Also sind ja auch Sachen dabei, die ich überhaupt nicht habe. So eine Hülle, ich gehe immer, nehme ich auch auf Flohmärkten immer mit bei solchen besonderen Sachen. Weil gerade diese alten Hüllen, die findet man so gut wie nie. Richtig, richtig toll. Also ich bin noch mal ganz gespannt. Das werde ich mir vervollständigen. Das werde ich auch so behalten. Das ist mega. Und ja, das, wie gesagt, muss ich auch mal ein bisschen nachvollziehen. Das kannte ich sogar gar nicht. Wahrscheinlich kennt mein Bruder das, der sagt, oh, das ist das und das, ne, und so weiter. Das musst du so und so spielen. Ja, so ist es ja manchmal. Wahnsinn. Ja, das war ein echt geniales Pack. Danke dir auch für die Promos. Das ist ja gerade so was, wo ich gerade gehypt bin aktuell und da richtig gerne mit spiele. Ja, das war's. Das war's. Das Unboxing, vielen, vielen Dank. Wie ich sagte, ich wiederhole mich, lieber Sven, danke für das Geschenk. Es hat mich echt happy gemacht. Das war eine echte, ja, Überraschung. Das war's. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich meine, sprecht mit mir, lasst in den Kommentaren gerne mir die Informationen da, ob ihr eins dieser Spiele gespielt habt und kennt ihr überhaupt die No One Lives Forever-Reihe. Großartig, kann ich euch auch ans Herz legen. Müsste es auch auf GOG geben, da kann man sie auch sehr günstig kriegen für aktuelle PCs. Aber ich glaube, es gibt auch was für Konsole, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber richtig coole Games kann man auf dem PC auch wunderbar spielen und ist kultig. Und mir fehlt, wie fehlen die Worte? Kommentare, darüber freue ich mich. Liken, teilen, abonnieren, wie ich immer schön sage. Und jetzt kommt beim nächsten Mal wieder einschalten, hoffe ich. Ne? Das macht's gut. Tschüss.